Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist schon so, dass diese Tage hier etwas ganz Besonderes sind. Ich komme ja nun relativ viel herum, aber ich kann Ihnen sagen, die Tatsache, dass man gleichzeitig 5 Astronauten und Kosmonauten in einer Veranstaltung hat, ist schon sehr selten. Da können Sie sehr stolz drauf sein, was Sie hier aus Morgenröte-Rautenkranz als an Saugwirkung, an Magnetwirkung auch tatsächlich erzeugen. Und deshalb, ich bin nur das Beiprogramm, das Vorprogramm sozusagen. Sie kennen das, bei guten Konzerten muss man erst mit ein bisschen niedrigeren Schwelle anfangen, damit die Begeisterung hinterher beim wirklichen Programm dann vollkommen überschwappt. Also sehen Sie mich als Vorprogramm, die Aufgabe übernehme ich gerne. Nun will ich Ihnen so ein paar Sachen erzählen und ein paar Dinge auch zum Nachdenken anregen. Der erste Punkt ist, überlegen Sie mal selber, warum Sie etwas machen, was Sie machen. Egal, an was Sie jetzt gerade denken, ob es das Brötchen holen ist oder ob das Mittagessen ist oder ob Sie sagen, ich fahre gerne in Urlaub oder ich arbeite an einer bestimmten Stelle. Warum machen Sie es? Und diese Frage, warum machen Sie etwas, das ist auf der einen Seite für Sie ganz persönlich eine wichtige Frage und auf der anderen Seite ist das aber auch für eine Institution wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder wie der Europäischen Weltraumagentur ESA von Bedeutung. Wir müssen diese Frage, warum machen wir etwas, klar beantworten können. Und da gibt es aus meiner Sicht letztlich nur 3 Arten von Gründen. Der erste ist, man hat Sorgen. Es ist vielleicht etwas typisch Deutsches, aber es ist nichts Schlechtes. Wenn wir daran denken, an den Klimawandel, dass wir uns überlegen, wie können wir in Zukunft diese Erde erhaltenswert behalten, davon wird sicherlich auch Alex nachher in seinem Vortrag etwas sagen. Wie können wir Nachteile verhindern? Welche Befürchtungen haben wir? Das ist eine Motivation, die ist durchaus eine Triebfeder. Die zweite Triebfeder ist sozusagen der Gegenpol, die Begeisterung. Auch das wird man nachher im Vortrag von Alex besonders stark hören. Die Begeisterung aber auch, wenn wir zu einem Kometenflug fliegen, Entschuldigung, auf Gerasimenko, oder wenn wir Missionen machen, bei denen wir uns die Erde anschauen. Das ist alles Begeisterung. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Die ist die, sagen wir mal, die fordert einen persönlich am meisten heraus. Das ist nämlich die, bei dem ich weder eine persönliche Angst irgendwie berücksichtige, noch eine persönliche Begeisterung empfinde, sondern bei der ich ganz einfach Verantwortung spüre. Zum Beispiel, wenn irgendwo in der Welt ein Waldbrand ist und wir die Raumfahrt benutzen, um darüber zu informieren und auch die Hilfskräfte entsprechend zu informieren. Oder ein Erdbeben oder andere Aspekte. Also Dinge, die uns gar nicht selber direkt betreffen, die aber für diese Welt von Bedeutung sind. Und ich glaube, die Raumfahrt hat die große Chance, täglich und immer wieder täglich alle 3 Kategorien von Motivation gleichermaßen zu berücksichtigen. Und Raumfahrt ist breit, das wissen Sie. Raumfahrt ist nicht nur zum Mond zu fliegen, so schön das ist, und ich komme ja darauf nochmal zurück. Aber Raumfahrt ist eben auch Erdbeobachtung, Raumfahrt ist Kommunikation, Navigation, Forschung unter Schwerelosigkeitsbedingungen. Schaffen Sie das überhaupt so schnell zu übersetzen? Soll ich langsamer reden? Ich sehe, der bemüht sich da so schön. Das ist, und ich lerne auch gleich ein bisschen Russisch dabei, das finde ich besonders gut. Also, ruhig weiter. Technologieentwicklung und Raumfahrt ist aber auch, und das sollten wir nicht vergessen, internationale Kooperation, ein ganz wichtiger Punkt. Und der ganz rechte Teil auf diesem Bild, Raumfahrt, ist auch diese Neugier, dass wir gucken, was ist auf anderen Planeten los, was ist in der Galaxie los, was ist auf dem Mond los. Das alles geschieht in einem besonderen Umfeld. Wenn Sie die linke Seite dieses Bildes angucken, dann sehen Sie sozusagen die nationale Sicht der Raumfahrt. Alle diese Ministerien, die dort links stehen, machen irgendetwas mit Raumfahrt. Auf der rechten Seite sehen Sie die Europäische Weltraumagentur, die Europäische Union und dann unten natürlich auch die ganze Welt. Und das DLR versteht sich schon als Spinne im Netz. Also wir wollen diese verschiedenen Bereiche in unserer täglichen Arbeit miteinander verknüpfen. Und deshalb gebe ich Ihnen als erstes Beispiel so ein internationales Beispiel. Wir alle haben gehört von dem Erdbeben in Nepal, Kathmandu. Schlimmes Erdbeben, mehr als 8000 Tote. Und in einer Region, die erstens schon bitterarm ist und nur durch den Tourismus lebt, und davon lebt man nicht gut. Und zum Zweiten
in einer Region, die auch nicht nur eine Stadt hat, sondern viele kleine Dörfer, die ganz verstreut leben. Und wir hatten die Gelegenheit, mit unseren Methoden, eben zum Beispiel mit der Erdbeobachtung, Dinge, die wir so erstmal nur vom Boden her sehen, dann auch in einen größeren Zusammenhang zu packen. Hier zum Beispiel eine Aufnahme mit einem Radarsatelliten und verglichen die Situation vor dem Erdbeben. Und man sieht dort genau sozusagen, wie dieses Erdbeben passiert ist. Also wenn Sie den blauen Bereich sehen, der ist eben nach unten gegangen und diese Bereiche sind nach oben gegangen. Das heißt, hier schiebt sich die indische Platte unter die eurasische Platte. Und dadurch, dass es diese Reibung gibt zwischen den beiden Platten, dadurch gibt es, wenn diese Reibung plötzlich sich lockert, Erdbeben. Ich würde darüber jetzt mehr erzählen, ich bin nämlich Bauingenieur und speziell für Erdbeben. Aber Sie wollen ja über Raumfahrt hören, aber ich wollte wenigstens diesen kleinen Ansatz, wollte ich doch wenigstens mir erlauben. Erdbeben passieren irgendwo in der Welt und man weiß vorher nicht genau wo. Es gibt Hotspots, aber Erdbeben können an vielen Stellen passieren. Und wenn wir mit der Raumfahrt helfen wollen, dann sollten wir möglichst schon vorher da sein und Bilder machen, bevor das Erdbeben da ist, und dann mit den Bildern nach dem Erdbeben zu vergleichen. Das ist eine schwierige Aufgabe, das heißt, wir müssen die gesamte Erde permanent im Speicher haben, um diese Vergleiche machen zu können. Darüber wird sicherlich Frau Schmulius noch im Detail etwas sagen, aber ich will nur an dem Beispiel Nepal das sagen. Wir hatten in Nepal eine besondere Situation. Wir sind nämlich vor mehr als einem Jahr mit einem Flugzeug über Nepal hinweggeflogen und haben aus niedriger Höhe hochauflösende Bilder gemacht. Ich werde den gleichen Film abspielen, der geht nur so schnell, da kann ich dabei gar nicht mitreden. Deshalb sage ich Ihnen das vorher. Also wir sind mit einem Flugzeug darüber geflogen, haben hochauflösende Bilder gemacht und jetzt, als das Erdbeben passiert ist, haben wir diese Dateien wieder hochgeholt und haben sie verglichen mit aktuellen Dateien aus So, also Sie sehen hier das Flugzeug, das ist da in der Malaya-Region und wir haben halt diese hochauflösenden Bilder gemacht. Und das läuft jetzt sehr schnell ab, gleich da ist es noch schön langsam, aber gleich geht es relativ flott und Sie sehen dann auch ein Bild, wie man die Zerstörung dann erfassen konnte. Da ist die Kamera eingebaut, auch aus Adlershof und sozusagen die Aufnahmen dann werden zusammengepackt und ergeben dann eben Bilder, bei denen man vorher und nachher miteinander vergleichen kann. Und Sie sehen jetzt hier diese roten Bereiche, da ist die Zerstörung besonders groß gewesen. Also nochmal ganz langsam, sozusagen das Gesamtbild, das ist Januar 2014 gewesen und jetzt einfach mal auf einen speziellen Spot da hingeguckt, da rechts, dieser Tempel, Sie sehen hier oben diese Auflösung mit 10 cm aus letztem Jahr und das hier unten jetzt aus aktuellen Daten, aus dem All. Das ist natürlich nicht das Spannende zu zeigen, dass dieser Tempel zerstört ist. Das kann man auch ohne diese Technologie erkennen. Es soll nur ein Beispiel sein, dass wir durch diese beiden Daten vorher und hinterher die gesamte Region informieren können, wo sind welche Dinge passiert, was ist zu helfen. Wir werden ja nachher was von Herrn Köhler über Rosetta und Choyomov-Gerasimenko hören. Ich will ja sozusagen nur das Vorprogramm, sozusagen der Appetizer. Ich will aber trotzdem zwei, drei Worte zu dieser Mission sagen. Nämlich einmal, das ist eine ESA-Mission, das ist der linke Teil hier, dieses Raumschiff. Und dazu gehört ein kleines Landegerät, das heißt FIDE. Und das war eine Beistellung von Deutschland, Frankreich und Italien. Aber insgesamt waren auch noch andere Länder beteiligt. Und Rosetta heißt Rosetta, weil es einen Stein gibt, auf dem drei Sprachen sind, nämlich, Sie sehen es da oben, Hieroglyphen, Demotisch und Altgriechisch, und man geht davon aus, dass die drei Sprachen denselben Text beinhalten. Und dadurch konnte man diesen Rosetta-Stein nutzen, um zu verstehen, wie Hieroglyphen sind. Und da hat man gesagt, okay, nehmen wir doch diesen Namen mit auf die Mission und sagen, mit der Mission Rosetta verstehen wir etwas, was wir bisher nicht verstehen, zum Beispiel, wo kommt das Wasser auf der Erde her. Und viele ist benannt nach der Insel der Zeit, dort steht ein Obelisk auf dieser Insel und der hat auch geholfen, diesen Rosetta-Stein zu entziffern. Wir haben es eben schon gehört, diese Mission 10 Jahre gedauert, das klingt immer so harmlos, 10 Jahre, das passiert auf der Erde auch häufig, man behält sogar manchmal Autos 10 Jahre oder länger. Und der Unterschied ist, hier wurde zwischendurch kein Ölwechsel gemacht, nicht nachgetankt, das Ding fliegt mit Software aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Also das würden Sie alle nicht akzeptieren in Ihrem täglichen Leben. Ja, also wenn Sie
jetzt noch so ein Handy hätten, so ein Riesending hier, das würden wir alles nicht akzeptieren. Und das Ding fliegt seit über 10 Jahren und ist weiter in einem sehr guten Zustand. Das waren die besten Bilder, die wir von dem Kometen hatten, bevor wir hinkamen. Und mir haben die Wissenschaftler auch gesagt, so wird er aussehen. Schön rundlich so, ne? Und da können wir irgendwo landen, das ist nicht so schwer. Als wir dann näher kamen, sah das Ding plötzlich so aus. Und Sie wissen, dass es bei Nacht noch näherer Sicht noch anders aussah. Das sind die Bilder von Rosetta auf viele, wie viele jetzt landet. Landen ist schon ein großspuriger Ansatz, aus 22 Kilometer Entfernung losgeworfen. Nun mach mal allein dein Geschäft. Denn mit Steuern, so wie Neil Armstrong das auf dem Mond gemacht hat, ging nicht. Also der musste jetzt schon alleine da seinen Weg finden und hat da seinen Weg auch gefunden. Ist gelandet. Vorher wurde ich immer gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Landung funktioniert? Das wollen die öffentlichen Medien immer wissen, habe ich gesagt, weiß ich auch nicht, machen wir zum ersten Mal. Jetzt wissen wir sind gelandet, die Harpunen haben leider nicht funktioniert, deshalb sind wir wieder abgehoben und an der Klippe nochmal hängen geblieben und dann nochmal und nochmal, also viermal insgesamt, dreimal insgesamt, ich dachte jetzt mal viermal noch, also dreimal, jedenfalls können wir jetzt sagen, dreimal erfolgreich gelandet, also das ist eine ganz andere Statistik jetzt. Jetzt will ich Ihnen was abspielen, jetzt richtig laut stellen, was mich immer fasziniert. Also an dem Landegestell waren eben auch Aufnehmer, die den Ton, da gibt es natürlich keine Luft, aber diesen Ton sozusagen, der beim Aufprallen auf den Kometen entsteht. Und ich höre das immer wieder gerne. Ich hoffe, Sie können ein bisschen die Faszination teilen. Ich habe es auch mehrfach drauf. Ich finde das toll. Schaffen es, aus diesen Tönen rauszulesen, wie die Oberflächenbeschaffenheit ist. Das ist eigentlich die wirkliche Leistung dabei, die mir gefällt. Und jetzt gucken Sie mal, was die Amerikaner gesagt haben. Das ist der Amerikaner, der Chef der NASA, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Er hat sie freundlicherweise mir direkt geschrieben. Ein bisschen bösartig daran ist, dass er den ESA-Generaldirektor nur in Kopie geschickt hat. Und jetzt lese ich mal hier vor, but recognize that Germany's leadership in the landing mission has already firmly placed Europe and Germany again in the history books for achieving und so weiter. So schreiben Amerikaner. Das ist natürlich, wir würden schreiben, gut gemacht. Ne? Es kam dann auch gleich ins deutsche Fernsehen, allerdings natürlich wie immer so ein bisschen merkwürdig. Vorher aber hatten wir es auch auf Google, das war schon schön, und dann hat Stefan Raab. Und Stefan Raab hat versucht, in seiner Moderation eine Verbindung herzustellen zwischen dem Namen Rosetta und dem Kontrollzentrum. Das bin ich jetzt aber nicht. Das ist falsch. In dem Kontrollzentrum in Darmstadt. Ja. Also, er hat da versucht, eine Verbindung herzustellen und hat dabei immer so gemacht. Ich habe es nicht verstanden und habe daraufhin das Programm gewechselt. Und habe sofort wieder das gesehen. Aber ich sagte, irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas muss da sein, was ich nicht verstanden habe. Warten Sie die nächste Mission in dieser Folge in dieser Richtung ab. Das wird Hayabusa sein, Hayabusa 2 von den Japanern mit einem Länder von Deutschland. Rechts unten, diese Schuhkarton da unten. Dieses Gerät sieht so harmlos aus, aber es hat einen großen Vorteil. Es braucht nicht sozusagen rumzuhüpfen durch den Aufprall, sondern es hat innen drin eine Unwucht und kann deshalb ganz gezielt sich auf diesem Asteroiden bewegen. Und das wird sicherlich ganz spannend, aber es dauert noch ein paar Jahre und vielleicht sogar erst dann, wenn wir schon einen Bürgermeister auf dem Mond haben. Also ich weiß es nicht genau, wie lange das dauert. 18. Jetzt komme ich natürlich zu Alexander Gerst. Wie gesagt, weiterhin denken Sie immer vor, kann ich mich den jungen Herrn ja mal vorstellen. So sah der junge Herr aus, als er von 8.413 Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt wurde. Hat sich ein wenig verändert, aber das war, glaube ich, gewollt, was die Frisur anbelangt, hat sich etwas verändert. Und jetzt zeige ich ein paar Bilder, die ich zumindest noch nie gezeigt habe. Und da ich sie selber gemacht habe, kann sie eigentlich auch noch niemand sonst gesehen haben. Also du auch nicht, du kannst sie auch nicht gesehen haben. Nämlich dieses Bild, das war unmittelbar vor dem Start. Da kam er gerade aus dem Raum raus, auf dem alle zusammen waren. Reed Wiseman und dann durfte er also an die Tür seinen Namen schreiben und rechts sieht man auch rechts den Namen, das ist ja so üblich
angefangen. You remember that part also, maybe. Und dann ging es also los. Und dann gab es noch eine interessante Sitzung. Die drei saßen hinter einer Glaswand. Es war ja auch alles wichtig, dass man nicht mehr mit denen menschlich in Kontakt kommen konnte. Aber Sie können sich vorstellen, dass die beiden Bilder davor ganz anders entstanden sind. Da war keine Glaswand. Sie haben uns auch zwischendurch umarmt. Und hier hatte ich gesagt, jetzt, ihr seid so gut, jetzt zeigt doch mal mit dem Daumen nach oben. Und interessanterweise hat zunächst erstmal nur der russische Kollege und der Alexander Gerst das gemacht. Lied Weißmann ist dann erst später dazugestoßen, hat das dann auch mal gemacht. Und dann sind sie, das ist noch das schöne offizielle Foto, ist natürlich viel schöner. Und dieses offizielle Foto ist für mich immer der Beleg zu sagen, weshalb wir alleine schon die astronautische Raumfahrt brauchen. Wir brauchen sie aus vielen Gründen, wegen medizinischer Untersuchungen, wegen der Fähigkeit von Menschen im All. Aber das hier, dass wir in der Zeit der Ukraine-Krise einen russischen Kosmonauten, einen amerikanischen Astronauten und einen europäischen Astronauten deutscher Nationalität zusammen in eine winzige Kapsel stecken können, sie geht sogar freiwillig rein, das finde ich ist ein tolles Zeichen. Entschuldigen bitte die Qualität dieser Aufnahmen, die Sie gleich sehen werden. Das ist mit meinem iPhone gemacht und damit entschuldige ich sozusagen über alles. Wenn das Bild nicht funktioniert, dann sage ich, ich habe es selber gemacht. Ich habe die drei nochmal verabschieden dürfen, direkt an der Startrampe beim Einsteigen. Alex hat einen viel schöneren Film dazu, aber das ist ja nur, das ist mein Selfmade. Das ist der Unterschied, den ich jetzt sagen kann. Und ich habe dem Alex noch was zugerufen und er hat erst nicht reagiert. Im Nachhinein habe ich gedacht, ist ja klar, auf Tschüss darf er ja nicht reagieren. Also habe ich noch auf Wiedersehen hinterher gerufen. Und wenn Sie jetzt zuhören, jetzt müssen wir es wieder ganz laut haben, dann wird er, oder wo ist denn das Lautes da? Ja, muss ich da hingucken, also bitte laut machen. Ich hoffe, dass Sie es verstehen. Alles gut, Ari. Zeit hat einige Zeit gedauert und dann haben wir eine Absage bekommen. Der Grund sind Sie.
Zwar wurde gesagt, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Deutschlands würden niemals akzeptieren, wenn ein Flugzeug der Bundesluftwaffe bis nach Schottland fliegt, nur um einen Astronauten zurückzuholen. Was tun? Wir wollten nicht aufgeben. Daraufhin habe ich den ADAC-Präsidenten angerufen. Wir haben auch so ein Flugzeug. Der ADAC-Präsident hat nur eine Frage gestellt. Ist er Mitglied? Und als ich den Alex dann gefragt habe, er mir die Mitgliedsausweisnummer übermittelt hat, war das klar. Dann gab es noch eine Nachfrage, ob der ADAC das veröffentlichen dürfte in der ADAC-Motorwelt. Dazu muss man wissen, was die wenigsten wissen, die zwei am verbreitesten Zeitungen oder Zeitschriften in Deutschland sind die Motorwelt und die Apothekenrundschau. Also, da ist die Motorwelt deutlich noch die passendere für unsere Gelegenheit gewesen. Leider ist der ADAC-Präsident dann geschasst worden, weil er da mit dem einen Flugzeug ein paar Sachen gemacht hat, die nicht so sauber waren. Aber am Ende der Geschichte ist zu sagen, er ist tatsächlich mit dem Flugzeug vom ADAC nach Köln gebracht worden. Das ist natürlich wieder gefotoshopptes Bild gewesen, also so sind die Lieder geflogen, aber er war da. Und dann sind wir wieder nach Künstlersau gegangen, da waren es schon über 10.000, die da waren. Und was auch schön war, wir hatten dann auch einige Menschen noch dort von besonderer Bedeutung, nämlich Astronauten, ne, Rolf Meerbeuth, Herrn Flade, den Thomas Reiter, der heute leider nicht kommen kann. Und jetzt können Sie mal raten, wer auf dem Bild der Bürgermeister ist. Also ich bin es nicht. Der fällt aus, 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 bleiben noch da drei übrig. Das ist ein DLR-Mann, das ist ein Bundestag, das ist der Bürgermeister. Also, ja, so ist es. Ja, ihr habt die Jeans erfunden und deshalb ist das okay. Wo waren die? Die waren auf der Internationalen Raumstation. Die Internationale Raumstation wird noch 10 Jahre fliegen, so etwa in den Dreh rum. Und die Frage ist, was passiert nach der Internationalen Raumstation? Und was sind die nächsten Ziele? Da wird häufig gesagt, wir fliegen nur zum Mars und kommen wieder zurück und das war's. Ich glaube, dass das Bild zu einfach ist. Wir brauchen nicht ein einziges Ziel nur irgendwie, sondern wir brauchen für die Zukunft, für die Raumfahrt anspruchsvolle Inhalte, die uns an verschiedenen Themen weiterhelfen. Und in dem Zusammenhang ist wichtig, dass wir auch als Europäer in Zukunft den Zugang zum All haben, einerseits über die russischen Kollegen, zum anderen aber auch über die amerikanische Seite, indem wir bei der neuen amerikanischen Konstellation mit Orion, eben auch das European Service Model stellen und damit hoffentlich auch zukünftig Flüge für europäische Astronautinnen und Astronauten ermöglichen. Nun die Frage, was machen wir nach der ISS? Ich habe mir einfach so ein paar Mindestanforderungen aufgeschrieben. Wir müssen weiterhin Untersuchungen in der Schwerelosigkeit, in der Mikrogravitation ermöglichen. Wir müssen Grundlagenforschung machen können. Allerdings auch Technologieentwicklung, internationale Aktivitäten, ich habe es vorhin genannt, wie wichtig das für mich ist. Wir sollten aber auch ein Sprungbrett für zukünftige Aktivitäten haben, wo immer wir hinfliegen wollen und was wir machen wollen. Und auch den unabhängigen Zugang für verschiedene Akteure zu dieser neuen Forschungsplattform ermöglichen. Die ISS ist zwar schon ziemlich international, Russland, Amerika, Europa, Kanada und Japan, aber es ist auch eine geschlossene Gesellschaft. Das müssen wir schon sehen. Also es darf nicht jeder dahin. Und meine Hoffnung ist, dass wir da noch einen Schritt weitergehen können. Denn Raumfahrt kann das besorgen. Und daraus folgt für mich, dass aus dieser ganzen Liste es zwei Themen gibt, die wir voranbringen sollten. Nämlich einerseits für die nahen Erdorbit einen häufigen Zugang, bei dem wir Experimente durchführen können, mit Menschen oder auch robotisch. Und zum anderen eine internationale Explorationsaktivität. Und bei den Fragen im niedrigen Erdorbit haben wir natürlich jetzt eine schöne neue Rakete, die wir bald haben. Wenn wir die verbinden mit verschiedenen Flugmöglichkeiten, zum Beispiel diesem Raumschiff, was gerade in Amerika entwickelt wird, was mit der Ariane geflogen werden kann, dann können wir auf der rechten Seite eben zum Beispiel Experimente machen aller Art im obersten Bereich, wissenschaftliche Experimente, in denen wir sehr stark sind. Wir können Roboter einsetzen, um größere Müllbrocken, also ausgebrannte Stufen oder so etwas zu entsorgen. Und wir können auch mit einem starken Laser an Bord auch für den kleineren
Weltraummüll etwas tun oder gegen den gleichen Weltraummüll. Also, das ist die eine Schiene. Und die zweite Schiene ist für mich der Langstreckenflug zum Mond. Und zwar schlage ich vor, dass man eine permanente internationale Mondstation aufmacht. Und ich schlage vor, damit es noch ein bisschen anspruchsvoller wird, sie auf der Mondrückseite zu machen. Da ist es genauso hell und dunkel wie auf der Mondvorderseite, um gleich Fragen vorzubeugen, die ich häufig kriege. Ist genau dasselbe. Und die Mondrückseite hat den großen Vorteil, dass sie eben in der Schatten des Mondes die ganze Strahlung, die von der Erde kommt, abfängt und man dadurch von dort aus sehr schön tief ins Weltall hineinschauen kann und ein Riesenteleskop zum Beispiel aufbauen könnte. Also viel größer als das, was wir als Raumsonden machen könnten, mit dem Material, was auf dem Mond vorhanden ist. Deshalb habe ich also vorgeschlagen, ein Moon Village, da kommt das her mit dem Monddorf, und ein Open Access, also das heißt, dass verschiedene Länder da hinfliegen können, wie auch immer sie das wollen. Und auf der linken Seite sehen, was man dort alles machen könnte. Und das erfüllt schon viele von den Anforderungen, die ich gesagt habe. Also astronautisch und oder robotisch, dass man Mondwissenschaft betreiben kann. Da sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiterhin sehr begierig, brauchen mehr darüber zu erfahren, was da los ist. Wir können Ressourcenmanagement üben, es macht keinen Sinn, zum Mars zu fliegen und alles mitzunehmen. Auf dem Mond können wir es ausprobieren, wie wir mit Mondstein und einem 3D-Drucker ganze Strukturen bauen können, zum Beispiel an diesem Teleskop. Also nicht alles hinschleppen, sondern clever vor Ort bauen. Und da werde ich dann als Bauingenieur mit dem neuen Bürgermeister gemeinsam die Sache dann aufbauen. Also insofern, Sie sehen, das ist eine ganz große Breite. Und ich glaube auch, der unterste Punkt, es würde auch wieder Begeisterung in der Öffentlichkeit hervorrufen. Und wie das dann aussieht, da können wir uns darüber unterhalten, aber auf jeden Fall diese Bandbreite sollte da sein. Nur noch ein kurzer Hinweis dazu, was jetzt auf europäischer Ebene passiert. Wir haben auf der sogenannten ESA-Ministerratskonferenz beschlossen, dass wir die ISS endlich mindestens bis 2020 fortführen, dass wir auch wieder deutsche Astronauten schicken wollen. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Wir haben über viele Einzelprogramme gesprochen. Will ich heute nicht alle erklären, aber auch über die neue Rakete haben wir geredet. Bei der neuen Rakete gab es im Vorfeld relativ harten Streit, insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland. Und es wurde immer gesagt, die Amerikaner mit SpaceX sind auf der einen Seite die Gefahr und auf der anderen Seite die Chinesen mit billigen Raketen. Und herausgekommen ist eine neue Rakete, auf die ich jetzt im Detail hier nicht eingehen will. Wenn aber da Fragen sind, kann ich die gerne beantworten. Wir nennen sie die Ariane 6. Und die Ariane 6 wird wie Lego zusammengebaut mit Teilen aus der Ariane 5 LE und Teilen von der Vega. Und so entsteht eine neue Rakete, die besonders preisgünstig ist. Wir wollen die Startkosten um etwa 50% senken dadurch. Das ist ein großer Schritt. Nun in diesem Zusammenhang, ich habe ja schon gesagt, ist der Treiber ist SpaceX. Elon Musk, der Erfinder der Bezahlmethode im Internet, PayPal, hat gleichzeitig Elektroautos gebaut und hat dann gesagt, jetzt baue ich eine Rakete. Und diese Rakete hat er erfolgreich in einigen Jahren zusammengebaut und hat dann als nächsten Schritt gesagt, und wenn ich jetzt hochgeflogen bin und den Satelliten abgegeben habe, dann ist es doch gut, wenn ich wieder zurückkomme, um die Rakete nochmal zu benutzen. Und dann haben unsere Experten alle gesagt, das ist Unsinn, das funktioniert nicht. Also soll ich aufhören schon? Nein, gut. Also wilde Handzeichen, ich kann jederzeit abbrechen, es gibt ja wirklich Wichtigeres. Aber das will ich jetzt noch versuchen zu erzählen. Also, er hat gesagt, ich versuche wieder zu landen, dann haben die Europäer gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Aber wenn es geht, geht es nur bei SpaceX, indem er in Kalifornien startet und in Florida